Willst du nicht nochmal füttern? Nee, wieso? Weil er nichts mehr isst. Dafür gehen sie auf eine Weide. Warum liegt da eigentlich wieder ein T-Shirt, ganz ehrlich? Weil ich mich ausziehen musste, weil es scheiße warm ist. Ja, aber dann pack es doch woanders hin. Muss ich nicht überall rumziehen. Soll ich jetzt wegen jedem T-Shirt reinrennen oder was? Nee, aber leg es doch irgendwo ordentlich hin. Schatz, ich hab's sogar gefaltet. Das ist ordentlich. Wir werden heute endlich die Kühe rauslassen. Musst du noch was dafür machen? Ja, ich habe extra was dafür übrig gelassen, damit wir es nochmal ankeifen nach dem Frühstück. Guck mal. Guckt schon raus. Sieht ein bisschen aus wie Freddy, ne? Findest du nicht? Ist auch dieselbe Rasse. Bei so einem Weideauftrieb, gerade wenn das das erste Mal im Jahr ist, können die natürlich auch mal sehr große Frühlingsgefühle kriegen und auch mal ausbüchsen, im schlimmsten Fall. Hatten wir auch schon, ja. Aber ansonsten kann da eigentlich nicht viel schief gehen. Also die kennen das ja vom Ding her eigentlich. Ist eigentlich immer ratsam, wenn man am Sonntag wie heute das macht, wenn es ein bisschen bewölkt ist, weil die den Zaun dann besser sehen. Wenn es so hell ist, dann ist der Zaun praktisch unsichtbar. Also wenn die Tiere rauskommen, halte ich tatsächlich Sicherheitsabstand. So also 500 Meter. Wenn, dann drücke ich mich immer hinter Sven. Weil wenn die echt so auf einen zulaufen und so rumspringen, also ich kriege da schon Muffensausen. Es ist zwar schön mit anzusehen, aber nur mit Distanz. Ich wollte dir sagen, dass du auch gleich gucken kannst, ob der Zaun überall hoch ist. Das war deine Aufgabe, Sven Ole. Das müssen wir das gleich noch mal machen. Ja, dann machen wir es gleich noch mal. Ja, aber du bist auch eben schon lang gegangen. Hättest auch gleich mal gucken können. Alles gut. Heumilch bleibt es sowieso, also auch wenn sie auf der Wiese sind. Also das ist auch in diesen Heumilchkriterien, auch bei der zertifizierten Heumilch so, dass man eben die auf der Wiese laufen lassen kann und auch sollte. Bei der Milch verändern sich ein bisschen die Inhaltsstoffe, weil hier natürlich frisches, saftiges Gras kommt. Da steckt viel Eiweiß drin. Die Inhaltsstoffe verändern sich ein bisschen. Der Kot wird auf jeden Fall flüssiger, weil wie beim Menschen auch zu viel Eiweiß, das gibt ordentlich Schwung hinten im Dünndarm. Aber an sich im Endeffekt ist es weiterhin die beste Milch, die man kriegen kann, auf jeden Fall. Wir müssen jetzt einmal kurz den Zaun kontrollieren, ob alles so ist, wie es ist. Das ist zum Beispiel so ein typischer Rehschaden hier. Was denn? Ja, einfach umgelaufen hier den Draht. Boah, ist ja aber lang. Also dafür, dass du letztens angeblich hier durchgegangen bist und alles gemacht hast? So schnell kannst du. Ja, es ist auch gewachsen in der Zeit. Ja. Ne? Ja, was? Schatz, gib doch einfach zu. So eine Dornhecke weg schnell. Gib doch einfach zu, dass du nur den Zaun gemacht hast. Nee, hab ich nicht. Ja, okay. Reicht das so, Schatz? Ja, sehr gut. Okay. Ein sehr gut, oha. Was allerdings, muss ich mal ganz ehrlich sagen, Marketing-Gag. Es gibt ja diese Weidemilch im Regal. Darf ich das überhaupt sagen? Ja, ne? Es gibt ja diese Weidemilch im Kühlregal. Und wenn man da mal genauer hinsieht, ist das eben mit einem Sternchen gekennzeichnet und da steht auf der Rückseite drauf, Tiere, die 120 Tage, mindestens 6 Stunden an diesen 120 Tagen auf der Wiese sind, das ist dann Weidemilch. Das verkaufen die aber das ganze Jahr. Wie soll das hingehen? Also mir kann doch keiner im tiefsten Winter, im Januar erzählen, dass er da irgendwie Weidemilch verkauft im Kühlregal. Ich zeig euch jetzt mal was. Kommt mal mit. Total happy. Tada! Die Kuhbürste ist eigentlich drauf. Wie hat es geklappt? Ich glaube, beim letzten Video gab es ein bisschen Mitleid und dann hat ein Tankdorfer doch seine Hilfe angeboten und hat dann netterweise das richtige Werkzeug mitgebracht. Und das haben wir eben gemacht.
aber es lag bestimmt daran, dass ich vorher so gut geölt habe. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Nein, aber seitdem ist sie im Dauerbetrieb. Wirklich, ich habe schon zu meinem Mann gesagt, in 2 Monaten kannst du neue kaufen, wenn das so weitergeht. Aber Never Ending Story hat endlich ein Ende, ne? Und gleich kommt ihr endlich raus. So, Obacht, Mädels. Ah, Zaun, oh. Zaun. Ach, Dulli. Happy Birthday. Ich sag doch, das sehen die nicht. Und wieder zurück. Und nochmal. Komm, noch 3 Nachzüge darin. Oh. Tag. Für einen Verbraucher ist es tatsächlich die wünschenswerteste Art der Haltung, glaube ich. Ausgrund der Arbeitswirtschaft ist das nicht auf jedem Betrieb gang und gäbe. Definitiv nicht. Nee, aber wünschenswert ist es doch. Es ist schon schön, wünschenswert dass die ist es direkt schon am Stall ist und die Tiere raus können. Doch, also. Ja, aber fürs Tier ist es doch das Beste und das Schönste, oder nicht? Vom Ding her ja. Ja. Fürs Grünland, also so für den Naturschutz natürlich auch. Aber ich finde das schön. Wenn wir dann noch dann später Richtung Terrasse gehen, das ist dann noch schöner. Jetzt gibt's einen Schnaps. Nicht? Doch, einen Schnaps trinken wir jetzt. Nachmittags, das ist total süß. Wir haben immer so 3 Kuhdamen, die denken, oh, ich gehe erst, wenn alle drin sind. Das ist echt ganz niedlich, wie die dann immer 5-mal gebeten werden müssen, steht doch bitte auf, es ist Melkzeit. Das ist schon niedlich. Also für Außenstehende ist das ganz witzig. Ja. Ich bin immer am Einladungsschreiben Tag vorher. Bitte kommt um 16 Uhr rein zum Melken. Na komm, das ist schon ganz witzig. Auch wenn es regnet, es ist, dann auch die Ersten, die mal reingehen. Oh, ich sag, du, ich habe jetzt ein Tröpfchen abbekommen. Wollen wir nicht mal schnell mal rein? Das ist ganz lustig. Doch, ich finde es lustig. So, ihr Lieben. Heute sind endlich die Kühe draußen. Das frische Gras wartet auf sie, das tolle Wetter ist da. Ja, herrlich einfach nur mit anzusehen, wie die Spaß haben auf der Weide. Und wenn ihr Fragen zum Thema Tierwohl oder Weidehaltung habt, schreibt es doch einfach mal in den Kommentaren und in einer Folge nehmen wir es mit auf. Oder in irgendeiner anderen Folge oder darauf und darauf, darauf die Folge. In irgendeiner Folge kommt schon. Ja. So, passt auf, ihr coolen Fühler. Ihr könnt ja immer geile Kommentare schreiben. Ihr wisst immer ganz genau, wie was funktioniert und wie was besser geht. Jetzt könnt ihr mal zeigen und mal richtig performen. Passt auf, das ist unsere Rampe hier und die muss weg, okay? Wir brauchen hier eine vernünftige Torhöhe, damit wir mit schwerem Gerät da reinkommen. Und dafür brauche ich Hilfe, und zwar eure Hilfe. Ihr könnt euch bewerben auf ndr.de/anpacken. Das können wir bestimmt auch nochmal einblenden. So. Und da müsst ihr ein kleines Video machen, dann könnt ihr euch dort bewerben und zeigen, warum gerade ihr perfekt seid, um mit mir den Scheiß hier wegzustemmen. Habt ihr verstanden? Also, kleines Video machen und bewerben. Los geht's. Sonne brauche ich nicht hier und Sonne brauche ich auch nicht, okay? Und so einen habe ich für euch da, den braucht ihr nicht mitzubringen. Los geht's. Alles klar?